Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Hitman Absolution. Wir spielen heute mal wieder eine neue Mission und zwar Terminus Hotel. Wie gesagt, bis zum Release spiele ich alle möglichen Missionen, so oft ihr wollt. Und ja, wir reiten uns einfach auf den neuen Hitman-Teil vor, der irgendwann Anfang März kommen soll. Und wir müssen jetzt hier oben irgendwie ins obere Stockwerk von diesem Hotel. Warte, wir müssen jetzt zu. Zutritt verboten, kapiert? Entschuldigen Sie mal, es gibt keinen Grund, unhöflich zu werden. Ich bin Gast in diesem Hotel. Ohren? Das obere Stockwerk ist privat. Okay, seht ihr, wir dürfen einfach als normale Mensch da nicht hoch. Genug für dich? Und jetzt müssen wir schauen, wie kommen wir da vorbei. Es gibt bestimmt einen anderen Weg, irgendwie außenrum. Ich will einfach mal hier durch den Haupteingang und schauen, wie es geht. Es gibt so viele Lösungen in dem Spiel, das ist das Coole. Und vor allem diese Dialoge finde ich auch super. Weil du dadurch halt rausfindest, wie es geht. Hast du mir was zu sagen? Hey, was liegt an? Okay. Was ist RB? Ja, was ist das? Ich drück's. Okay, nur für Personal. Das heißt, wenn ich da reingehe, werde ich entdeckt. Da geht's durchs Fenster raus. Seht ihr? Da ist ein Hey, wo hast du denn die Klamotten her, Mann? Von dem Obdachlosen? Okay, wenn wir mal... Na? Hast du einen Plan, wie du reinkommst? Nein. So, wir brauchen, glaube ich, die Kleidung. Weil ich habe da oben, ne? Seht ihr den da? Den Bauarbeiter. Wenn wir uns dieselbe Kleidung holen, dürfen wir zumindest an normalen Leuten vorbeikommen. Der Typ ist so creepy, Alter. Schnell weiter. Ich spiele übrigens mit Controller, weil einfach meine Maus übelst rumspackt. Das ist ein bisschen nervig. Hörst du mir überhaupt zu? Das ist mir scheißegal. Weißt du, dass es nur zwei Arten von Menschen gibt? Mich und Arschlöcher. Okay. Und es ist klar, wozu du gehörst. Ja, Arschloch. Wäre Arschlochtum ein Verbrechen, würde man dich kastrieren. Öffentlich, wenn sie deine Eier fänden. Und dann würden sie ausstellen wie ein Kopf falsch. Von einem Gott, Alter, war das Arschloch. Ich dachte, ich kill die jetzt. Ich dachte, ich kann ihre Kleidung benutzen, aber das brauche ich überhaupt nicht, weil die hat einfach die fucking falsche Kleidung. Okay, da komme ich nicht weiter. Ich versuch's mal durchs Fenster. Ich versuch's mal einfach. Kann ich hier rennen? Hier rennt man. Hier rennt man mit dem Controller. Ich weiß nicht, wie man mit dem Controller rennt. Mit A gedrückt halten? B gedrückt halten? Nee. Okay. So, wir versuchen es hier mal aus. Vielleicht kommt man da überhaupt durch. Okay, man kann da runter. Alles klar. Da ist die Knarre. Ich komme hier nicht weiter. Ich muss runter. Ich gehe runter. Komm, go. Bap. Okay, hier dürfen wir nicht sein. So, checken wir mal die Lage. Spiel Schwierigkeitsgrad ist übrigens immer noch normal. Okay, Leute, schön sneaky. Kann ich hoch? Alter, die Musik gefällt mir gar nicht. Ich kann mich auch überhaupt nicht mehr an die Mission erinnern. Ich weiß, dass sie ganz geil war, aber ich... Typ muss sterben. Hier. Genau, dreh. Genau, sehr gut. Auf, da ist, da rechts ist keiner. Der sieht mich nicht, oder ist ein Bauerort. Im Ernst, der. Und nochmal. Okay, da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Ich habe hier so einen Mutterschlüssel gefunden. Und ich habe eine Idee. Was ist, wenn ich den jetzt einfach hier hinwerfe? Einfach hier so. Ich verstecke. Ich verstecke mich hier an der Kante und werf den hier hin. Aha. Was war das? Ja, was war das? Schau mal, was das war. Kommt der hier? Okay, der kommt hierher. Und wenn er sich umdreht, hat er einen weiten Weg zurück und dann hole ich mir den. Ich nehme schon mal die Klavierseite. Schaut der nach. Ist der bis dahin geflogen? Hallo? Antworten Sie! Ist da jemand? Nein. Ich dachte, er läuft weiter. Shit. Ach, vergiss es. Okay. Ich hab scheiß Hunger. Okay. Das ist scheiße. Mann. Okay, wisst ihr was, Leute? Wir laufen einfach weiter. Wir laufen einfach, laufen einfach weiter. Ich weiß nicht, wie ich jetzt nach dem... Geht's nicht weiter. Shit. Alter, Typ da vorne wird mich wieder sehen, der... Oh mein Gott. Nimm den Schlüssel wieder. Alter, dieser eine Bauarbeiter steht genau so, dass ich den nicht erdrosseln kann in einen Typen. Von daher muss ich den Schlüssel nochmal werfen. Geh jetzt so. Hat's nicht gesehen, oder?
Nehmen wir nochmal. Der läuft hierher, der läuft hierher. Okay, pass auf, nehmen wir nochmal. Und... Bah. So, da liegt er schön. Da liegt er gut. Okay. Na, was war das? Oh, oh. Oh mein Gott, Alter. Ich wollte gerade sagen. So, schöner Drossel. Jawohl. Zack. Ja, ja. Verkleiden. Nimm die Verkleidung. Okay, cool. Die Leiche soll ich die einfach... Ich meine, die lasse ich einfach liegen, oder? Oder soll... Weiß nicht, wo ich die tun soll. Kann ich die runterkicken irgendwie? Da, wo ich hergekommen bin? Kick die da runter. Kick die da einfach... Ja, werf die... Nein, ja, kick die da einfach... Genau so. So, jetzt kann ich zumindest schon mal von den... von den Leuten da nicht entdeckt werden, glaube ich. Wir werden gleich mal sehen. Der Bauarbeiter da vorne, den werde ich jetzt, glaube ich, ohne Probleme killen können. Der da. Ist der irgendwo in der Nähe? Nein. Ist klar, dann ist das mein nächstes Opfer. Weil ich glaube, die Verkleidung ist deutlich besser, die vom Bauarbeiter hier. Ich glaube, mit der komme ich weiter. Nimm die schnell. Schlepp die da rein. Okay, okay, Leute, es läuft gerade, es läuft gerade. Kick die da rein, bam, alles klar. So. Kann ich hier irgendwelche coolen Sachen machen? Hier vielleicht das Strom irgendwie... Irgendwie irgendwelche Leute killen? Okay. Hier ist ein Schraubendreher, den nehme ich einfach mit. Aber hier ist sonst nichts. Das heißt, ich muss jetzt hier einfach... Wisst ihr, was ich mache? Ich gehe durch den Haupteingang wieder rein. Ich könnte natürlich jetzt hier die Treppe hoch. Aber ich glaube, viel cooler ist es doch einfach... durch den Haupteingang, da wo wir hergekommen sind, wieder reinzugehen. Ich meine, jetzt haben wir die Verkleidung. Und das müsste eigentlich klappen. Wir werden sehen. Ich schau einfach mal. Ey, der konnte immer noch nicht rein. Ja, genau. Aber ich komme rein, ne? Ich muss auch was machen. Alles cool. So, lass mich alle durch. Alle durch. Jawohl. Wir holen den Aufzug. Alter, geiles Lift. Schau, wir haben schon was geschafft hier. Wo wollen Sie denn hin? Nichts. Lass mich rein. Lass mich rein. Gehen Sie jetzt bitte. Keine Ahnung, was das für ein Kostüm ist. Lass mich rein. Ich bin weg. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich bin weg. Alter, war das knapp. Oh mein Gott, Alter. Der hat sich umgedreht. Natürlich davon dieselbe Arbeit macht wie ich. Also, ne, von der Verkleidung her. Nicht schlecht, 47. Eine Mission noch weiter. Ich glaube, das war nur der erste Teil der Mission. Machen wir es einfach mal weiter. So, jetzt zu ihm. Die Typen, die sie gerade getroffen haben, dürfen den achten Stock hermetisch abgeriegelt haben. Okay, hermetisch abgeriegelt. Blake Dexter ist gerne für sich. Wird nicht leicht sein, in 8-9-9 reinzukommen. Aber was noch schlimmer ist, Dexter wird von einem echt üblen Bodyguard gemacht. Hier geht's ordentlich. Vielleicht sollten Sie sich in einem tieferen Stockwerk einen subtileren Zugang suchen. Aber was redet ihr denn so? Ein Profi wie Sie. Vermutlich haben Sie längst einen Plan, richtig? Wir haben einen Plan. Egal. Machen Sie sich fertig. Ist klar, ich bin ready. So, wie er schaut. Schau mal, wie er schaut. Oh, shit. Okay. Sind die Treppenhäuser gesichert? Aha, alles dicht. Hören wir dir mal ein bisschen zu. Mr. Dexter ohne unsere Erlaubnis. Gut. Und keine Zwischenfälle, verstanden? Ich will, dass diese Operation sauber abläuft. Kein Schnaps, keine Kämpfe und Finger weg von den Zimmermädchen. Kapiert? Okay, okay. Mann. Lass deinen Schwanz einfach in der Hose, ja? Soll ich später wiederkommen? Oh, nein, 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 kommen Sie rein. Ich werde Sie nicht bei der Arbeit stören. Du wirst sie nicht stören? Oh, okay. Hey, was ist in den Schachteln? Was? Oh, das ist geheim. Naja, eigentlich nicht. Da sind Schuhe drin, das ist mein Job. Wow, Sie haben aber viele Schuhe. Kann ich die gebrauchen, die Schuhe? Tja, also, wissen Sie, ich verkaufe sie. Okay, Leute, die labern einfach den ganzen fucking Tag. Da kommen wir überhaupt nicht weiter. Deswegen schaue ich mal, was es hier... Wir wollen die natürlich sneaky killen. Hey, wie geht's? Hey. Wow.
Ah, schau mal, da vorne, da oben ist mein Ziel. Ich muss erstmal ein Stockwerk höher. Alles klar, okay. Und ich irre hier rum wie so ein Bekloppter. Ich muss erst ein Stockwerk höher. Und dort muss ich dann schauen, wie ich die am besten, am elegantesten kill. Warst du nicht mal mit meiner Schwester zusammen? Nein. Okay, macht mir alle Angst, Alter. Macht mir alle fucking Angst. Wo geht's hier hoch? Da ist ein Klo. Immer gut, um Leichen zu verstecken. Was haben wir da? Ein Pömpel? Was mache ich denn damit? Da kann ich auch rein. Schau mal, wo wir... Wir müssen da irgendwie ans Fenster oder so. Das wäre nice. Spähen, spähen mal, was da los ist. Da ist nur die Frau. Nimm dir die Kleidung. Kann ich mir die nehmen? Oder habe ich jetzt Fehler gemacht? Geiles Outfit, Arschloch. Ja, das muss wehtun. Oh mein Gott, ich hab's verkackt. Shit. Ich, okay. Und nochmal neu. Fuck. Ich muss hier irgendwie ein Chaos auslösen, aber ich weiß nicht wie. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass das Treppenhaus... Oh, das sieht verdächtig aus davon. Schaut mal das. Ah, okay, die Tür führt auch zur Penthouse, aber dazu brauche ich eine Schlüsselkarte. Wer hat die Schlüsselkarte? Jo. Ja. Hat jemand von euch die Schlüsselkarte? Schon klar, du brauchst es. Warte mal, die Schlüsselkarte, die ist der Schlüssel. So, was hier los? Ich habe dieses Rumgeeiere satt. Niemand zwingt dich dazu. Ich habe so viel in uns investiert. Und dir ist immer nur alles scheißegal. Ich brauche einfach mehr Zeit. Ich habe dir alle Zeit gegeben. Wartest du vielleicht, ob dir nicht noch was Besseres über den Weg läuft? Ist das die Karte? Ist das da die Karte? Oh mein Gott, ich glaube, die blinkt. Das, wir müssen da rein, wir müssen da rein. Du hast seit 3 Monaten nichts. Okay, diskutiert einfach weiter. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Du bietest mir nie an, dass du mal kochst. Du machst keine Wäsche. Du putzt nicht. Du willst nie mit mir reden und hast mich seit Wochen nicht angefasst. Ich glaube, ich verdiene zumindest das. Okay? Ich versuche, mit Gott ins Reine zu kommen. Wow, echt super. Ganz toll. Okay. Genau, geh du mal raus. Okay. Geht alle raus. Geht alle raus. Raus, yes! Oh, stell dich hin, Alter, mein Freund, ey. Ich bin schon richtig aufgedreht. Okay, wir haben die Karte. So, wo war jetzt nochmal... Ich habe immer das rumkriegt, das sieht nicht gerade unauffällig aus. Wo war jetzt die Tür? So, hier. Hier geht's rein, Freunde. Ich weiß nicht, ob die... Mir geht's gut, danke, und dir? Hey, du bist aber ein unhöfliches Arschloch. Darf ich da rein oder werde ich da entdeckt? Oh, shit! Okay, folgendes, Leute. Ich muss diesen Wichser da vom Fenster wegkriegen. Hey, den da. Wie geht's? Ist das nicht der vom Eingang? Okay. Und mein Plan ist, einfach irgendwo durch ein Fenster rauszuklettern und hier ihn einfach in die Tiefe zu schubsen. Kann ich ihn reinschubsen? Hey, das ist unangenehm. Okay. Jetzt aber nicht Händchen halten, okay? Nee, ist cool, ist cool. Bleib da einfach noch ein bisschen... Und ich kümmere mich gleich um dich. Okay, Leute, ich habe keinen Plan, wie man den da wegkriegt. Wir machen einfach Plan B und schmeißen einfach so eine fette Vase einfach hier hin. Bap! So, komm her. Komm her, Alter. Bleiben Sie hier. Ich habe ein seltsames, komisches, freakiges Gefühl wegen der Sache. Genau, lauf hierher. Oh. Okay. In Ordnung. Wer macht hier diesen Mordslärm, hä? Okay. Ich will antworten. Okay. Oh. Okay. Okay, ich bin drin. Okay, ich bin drin. Oh, Alter. Ich bin drin. Yes. Okay, weiter geht's. Wir sind im 8. Schau mal, da ist jetzt das. Alter, im Ernst? Im Ernst? Jumpscares in Hitman? Okay. Dun, dun. Aber ich darf hier nicht sein. Und vor allem nicht mit der Verkleidung. Was mache ich? Den kann ich da runterschubsen. Jetzt nicht mehr. Oh. Oh shit. Und jetzt. Shit. Warum kommt immer dieses Windows-Geräusch? Habt ihr das gerade gehört? Dieses. Ich gehe zum Fenster und ich gebe den kleinen Schubs. Geh einfach zum Fenster. Und dann werden alle deine Probleme immer weg sein. Alter, was soll dieses Geräusch? Okay. Es setzt sich. Alter Leute, ich darf hier nicht sein.
Ich warte einfach, bis er zum Fenster geht. Ich warte einfach, bis er dahin geht. Kick den runter. Hol mir am besten davor noch. Die Verkleidung kriege ich aber nicht, ne? Eins, das eine oder das andere. Oder wir lassen ihn einfach. Komm, wir lassen ihn einfach. Okay, die sind egal. Ach du Scheiße, wie soll ich denn da. Wie soll das. Oh, was ist das? Das ist eine Verkleidung. Schau mal, da in dem Sack ist. Was für eine Verkleidung. Bäm! Alles klar. So. Ich will ihn trotzdem ins Fenster runterkicken. Ich will trotzdem, dass der stirbt. Ich will es einfach. Er muss einfach sein. So, Freundchen. Links ist frei. Rechts ist frei. Und tschüss. Ja. Ach, schön. So, jetzt kann ich sogar durchs Fenster klettern. Vielleicht bringt das ja sogar was. Das bringt nichts. Okay, ich glaube, das bringt nichts. Geh wieder zurück. So, wir haben die passende Verkleidung. Können jetzt auf jeden Fall an den beiden vorbei. Immer schön, wenn ich in dem Modus bleibe, dreht er sich praktisch automatisch weg, wenn Leute kurz davor sind zu entdecken. Okay, da ist was. Kenn ich den nicht? Was? Jeremy's Cousin? Was? Nee, ich kenn's mich nicht. Kenn's mich überhaupt nicht. Was ist das? Benzinkanister, okay. Okay, damit kann man bestimmt irgendwas anstellen. Wir müssen schauen, wie man den am elegantesten killt. So, schau raus einfach. Schau. Was macht der? Geh schnell. Okay, bam. Okay, bam. Es läuft. So, schlepp ihn schnell irgendwo hin. Hau ihn irgendwo da rein. Werd ihn einfach los. Kick ihn da rein. Alles klar. So, und was ist das jetzt? Okay. Das heißt, wenn ihr hier vielleicht einen Film schaut, kann ich den killen. Aber dazu brauche ich irgend so eine Filmrolle, die... Oh, was ist das? Okay, nimm das, nimm die Waffe. Bam. Okay, sehr schön. Okay, wir haben schon mal eine Knarre. Aber ich brauche jetzt einen Film, der da reinpasst. Und die liegt, glaube ich, da vorne. Da war der Typ. Schau mal, da ist so ein Punkt und immer da, wo diese komischen Kreise sind. Oder was ist da? Nee. Und dann kann man vielleicht irgendwie das anzünden oder so. Ich glaube, die brennen ganz gut, die Filmrollen. Schauen wir mal. Ich gehe da mal rein in den Raum. Aber schwierigkeitsnormal kann man das schon ganz gut machen hier mit dem... Okay. Schau mal, hier kann ich mich so verstecken sogar. Nimm die Rolle. Ich hab die Rolle. Okay, cool. Okay, lass mich einfach hier vorbei. Hey, du! Moment mal! Nee, alles cool. Ich laufe einfach raus. Nee. Ich gehöre zu... Oh, schau mal, lehnt sich wieder aus dem Fenster. What? Wo ist der denn? Ist da ein anderer Raum? Wo lehnt sich... Warte mal, ich will den killen. Kill den einfach. Ich weiß nicht, was der da macht, aber... Er war einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Jetzt muss ich natürlich loswerden, schnell. Werd den los. Eigentlich hat er einfach nur gechillt am Treppengelände, aber man weiß ja nie, ne? Am Ende steht er hinter dir, während man gerade Dinge macht, die keiner sehen darf. Aber wisst ihr, was hier interessant war? Das da, Kontrollpunkt, sehr gut, das war gut, okay. So, jetzt die Filmrolle rein. Dann schauen wir mal. Okay, was zeigt der? Was bringt das jetzt? Ich meine, da läuft der Film und jetzt? Ist das ein Porno? Ist er? Oh, und dann soll ich dann Ziel feuern, wenn alle im Raum sind? What the fuck ist das für ein Film? Das ist so ein... Ihr wisst, was das ist, oder, Leute? Vielleicht schauen die jetzt alle den Film und währenddessen... Kann ich den ganzen gechillt killen? Weil sind es welche dazugekommen. Okay, lauf. Aber ich weiß immer noch nicht, wo mein Opfer ist. So, soll ich einfach nur hier raus? Ist das vielleicht schon das Ziel? Ich meine, hier ist keiner. Die sind alle in den Film schauen. Und von daher würde ich sagen... Würde ich sagen...
Oh nein, es geht noch weiter. Ah, wir haben... Okay, wir haben den Raum... Aber es geht noch weiter. Da. Okay, hier ist irgendwas... Hier geht irgendwas vor. Ich weiß, ey, Leute, ich habe das Spiel überhaupt nicht mehr im Kopf. Ihr Name ist Victoria. Und sie ist eine Menge Geld. Kletter weiter. What? The fuck? Hab ich was falsch gemacht, oder? Ich hab's geschafft. Okay, das ist irgendwie das Ende. Leute, das war mal wieder Hitman Absolution. Ich dachte, ich muss einen killen. Bisschen schade, fehlt mir so ein bisschen die... Weiß nicht, wie sagt man's? Ich weiß nicht. So ein Kill wäre schön gewesen. Trotzdem. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns morgen hoffentlich bei einem neuen Video. Bis dahin und ciao.